feiere meine 90er. Das ist ein hartes Ding. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. Und ich hoffe, dass ich es gesund überstehe. Das ist mir das Wichtigste. Gestern also ist sie 90 Jahre alt geworden, die ewig junge Waltraud Haas. Das legendäre Leinwand-Mariandl hat immer noch einen prall gefüllten Terminkalender. Doch für eine kleine Geburtstagsplauderei mit den Seitenblicken hat die vielbeschäftigte Schauspielerin sich gern Zeit genommen. Ich stehe sehr früh auf, gehe mit der Kleinen meistens so um 7, manchmal auch erst um 7:45, eine Runde machen von ungefähr 20 Minuten. Dann tue ich Turnen und dann wird das gefrühstückt. Und das ist eigentlich Disziplin von mir und das habe ich eigentlich seit meinen jungen Jahren. Seit beinahe 30 Jahren verfolgen auch die Seitenblicke Waltraud Haas Auftritte in Theatern und im Gesellschaftsleben. Zunächst stets an der Seite ihres Ehemanns Erwin Strahl. 1948, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie auf das erste Rendezvous vergessen. Das trage ich ihr heute noch nach. Ja, er war mir zu fesch. Ich habe mir gedacht, der bleibt mir nicht. Naja, das hat sich ja gegeben im Laufe der Zeit. Love and marriage, love and marriage. Da hat also der Franz Antl uns ein Angebot gemacht. Bitte lasst mich eure Hochzeit in den Film einbauen. Dann haben wir gesagt, na, also das wollen wir nur wirklich nicht. Denn also das Ja zum ersten Klappen, also das muss nicht unbedingt sein. Sagt er, okay, alles was in der Kirche ist, gehört euch. Aber ab der Kirche, da gehört ihr mir. Und der ist ja nicht dumm. Der hatte tausende kostenlose Komparsen, die natürlich da waren. Ein gewisses Naheverhältnis zu ihren Fans pflegt Waltraud Haas auch heute noch. Natürlich, das ist ja mein Publikum. Und wenn die das von mir wollen, ist es eigentlich für mich eine Ehre. Obwohl es manchmal natürlich ein bisschen viel wird, wenn da Massen zusammenkommen. Aber auch da ist es eigentlich eine Ehre. Wenn die das von mir wollen, das Autogramm, darf ich nicht so unhöflich sein. Wir waren einmal beim Heurigen, da lief uns eine Frau nach und schrie, Frau Röck, Frau Röck. Wurscht, Autogramm ist Autogramm. Was ich nicht so gerne habe, die Selfies. Weil die Leute kommen dann, umarmen mich, puzzeln mich ab, weil sie wollen mich küssend in einem Foto haben. Also bitte, liebe Verehrer, tut keine Selfies mit mir machen. Normal fotografieren, bitte, bitte. Als kamerascheu kann man Waltraud Haas ansonsten nicht bezeichnen. 1988 durften die Seitenblicke Erwin Strahl und sie sogar beim Besuch einer Schönheitsfarm begleiten. Das hat bitte jetzt nichts damit zu tun, dass ich Schauspielerin bin und einfach auf mein Aussehen zu schauen habe, sondern es sollte eigentlich jede Frau, die ein bisschen was auf sich hält und nicht bitte erst mit 50 oder 60. Pflegen? Ja, doch operieren hätte sich Waltraud Haas nie lassen, bloß um die Jugend scheinbar um ein paar Jahre zu verlängern. Nein, wirklich nicht. Naja, bitte, ich kann es ja auch herzeigen, bitte schauen Sie die Ohren, Sie können hier schauen, überall können Sie schauen, wo Sie wollen, ich habe keine Nähte. Nahtlos fügen sich bei Waltraud Haas auch Berufs- und Privatleben aneinander. Schon alles, liebe Kolleginnen, keiner ist auf die andere neidig. Auch wenn so viel Harmonie für einige fast schon zu kitschig ist. Es gab in München eine Journalistin, die immer einmal im Monat ein Treffen gemacht hat mit bekannten Leuten. Und die hat sie dann interviewt. Und ich komme herein und die Leute waren schon da und sie sagt auf einmal in einem der negativen Ton. Oh, wir haben heute die große Ehre, die Königin des Heimatfilms bei uns zu haben. Ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, bevor Sie weitersprechen, warum sagen Sie das in einem so negativen Touch? Ich habe in dieser Zeit Filme gedreht, wo es den Leuten schlecht ging, wo sie eigentlich glücklich waren, Positives zu sehen, Heimat zu sehen. Dafür brauche ich mich nicht zu schämen. Ich habe riesen Applaus gehabt und die hat kein Wort mehr mit gesprochen nach dem Abend. Habe ich doch recht gehabt. Im Frühjahr 2011 starb Erwin Strahl. Nach 45 Jahren Bilderbuchehe war Waltraud Haas plötzlich allein. Jetzt, wenn ich so, nicht sagen, nichts zu tun habe, aber nicht so, wo ich also praktisch wirklich abschalten kann, das ist dann schon schlimm. Seit der Erwin nicht mehr bei mir ist, ist es manchmal natürlich schon sehr, 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 sehr traurig. Aber ich habe Gott sei Dank den Markus. Der Markus ist mein ganzes Glück. Da sage ich immer, der Markus ist mein Himmel auf Erden.
Wie viele andere wollte Markus Strahl die Frau Mama bei den Wachau-Festspielen in Weißenkirchen nicht nur im Publikum, sondern auch wieder auf der Bühne sehen. Nächstes Jahr spielen. Ich darf nicht sagen, was ich nächstes Jahr spiele. Ich darf die Überraschungen nicht immer ausplappern, Das tut sie leider ständig. Aber so viel darf man sagen. Für diese Rolle der 80-Jährigen muss sie eine Stunde in der Maske sitzen, weil sie einfach so jung aussieht. Danke. Wäre schon ein Glück für das Marl, wenn es einen Vater hätte. Ja? Und für die Mariana. Hat sie das gesagt? Hab ich die, du Hotelump, du Ausgeschamter! Ich werde immer wieder gefragt, was ist Ihnen wichtiger, Film oder Theater? Ich sage, ich darf nicht undankbar sein. Dem Film habe ich meine Popularität zu verdanken. Aber das Theater ist mein Leben. Denn wenn ich rauskomme und sehe das Publikum, wenn ich im Film bin, dann sehe ich in ein schwarzes Kastel. Ob ich gut bin, kann ich dann erst nach Monaten vielleicht feststellen. Aber jetzt im Theater weiß ich, wenn das Publikum mich gern hat, dann weiß ich, dass ich gut war. Was ja auf unterschiedlichste Art und Weise immer wieder bestätigt wird. Wir, die kleinen Wachau-Festspiele in Weißenkirchen, werden den Titel der Doyenne an meine Mutter überreichen. Selbst in solchen Momenten ist Waltraud Haas gedanklich stets bei der Arbeit. Das Kamel geht durch das Nadelöhr und dann sind wir aber schon in den Vorproben für Arsen und Spitzenhäubchen. Also ich spiele im ersten Spiel eine Proletin und im zweiten Spiel eine Mörderin. Was willst du mehr? Selbst ein fataler Sturz über die Kellerstiege, bei dem Waltraud Haas sich schwer verletzt hat, konnte sie nur kurz bremsen. Im Moment geht es mir noch nicht so gut, aber ich beiß zusammen, es muss gehen. Du bist die Rose vom Wörthersee. Mit den Fortschritten, die sie macht, gehe ich mal davon aus, dass toi 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 sich alles noch bis zum 24. April Premiere ausgehen wird. Ich muss es schaffen. Und wenn ich es mit der Halskrause schaffe und wenn ich es mit diesem Gips da schaffe, ich spiele. Und sie spielte wirklich. Auch nach ihrem 90. Geburtstag gibt es für Waltraud Haas noch viel zu tun, beinahe erschreckend viel. Heuer noch habe ich mir ja zum Geburtstag gewünscht, einmal noch die Alte zu spielen im Hofrat Geiger. Habe ich gewischt, das Kindergelung, meine Suppen, möchte Meitrapfte. Das ist die beste Rolle. Nach dem 17-jährigen Mariandl, nach der 30-jährigen Mutter ist das die absolut beste Rolle. Und ich habe gesagt zu Markus, bitte lass mir die zu meinem Geburtstag einmal noch spielen. Und da ist die Premiere am 1. September in Weißenkirchen. Pfui Teufel! Und das gefällt echt. Ich bin schon neugierig. Ich bin vor allem neugierig, wenn ich eine neue Rolle spiele, ob die ankommt. Und wenn sie nicht ankommt, bin ich traurig. Oft war ich noch nicht traurig.